sitzt von oben aus, das Oktoberfest. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zum La Vita Wiesenbummel. Bei uns heißt es heute nicht Ortszwock Sofa, sondern das Oktoberfest zwischen Kult und Kultur. Was ist Kult auf der Wiesn und was ist Kultur? Die Festzelte zum Beispiel, die sind definitiv Kult. Oder könnten Sie sich eine Wiesn ohne Bierzelt vorstellen? Die einen schwören aufs Hackerzelt, die anderen aufs Augustiner und wieder andere gehen nur zum Schottenhammel. Auf gut Deutsch, hier hat jeder Gast sein eigenes Zelt. Das Schottenhammel-Zelt ist schon ein ganz besonderes. Schließlich ist die Familie Schottenhammel die Familie unter den Wirten mit der längsten Wiesentradition. Aber was Traditionen angeht, kennt sich einer ganz besonders gut aus, der Georg Huber. Der bietet nämlich historische Wiesenführungen an. Warum hast du mich jetzt hierher geschickt und nicht zum normalen Riesenrad? Du, weil das kleine Riesenrad oder auch Russenrad genannt im Übrigen im Freien stattfindet, wie die ganze Wiesen ja. Und ich wollte, dass du die Wiesen riechen kannst, spüren im Bauch und auch sehen. Danke dir. Warum heißt es Russenrad? Russenrad, weil es in Russland erfunden worden ist und auch in Russland gebaut wurde. Und 1925 dann von dort hier auf die Wiesen kam. So alt schon. Was zeigst du mir jetzt noch? Du, ich zeig dir jetzt, was Historie war und heute kultig ist. Alles klar, geh mal. Geh mal. Sag mal, weißt du denn, was Krinoline heißt? Ich glaube, Reifrock, oder? Du bist klasse. Oh, danke dir. Merkst du schon was? Bisschen weich in die Knie. Weich, gell? Das ist ein ganz alter Werbegag, den du hier siehst. Dieses Karussell hat 1924 diese Treppen aus zwei Gründen so steil gemacht, wie du es hier siehst. Der erste Grund war wenig Platzmiete. Ja. Der zweite, wesentlich wichtigere Grund, durch das Steile hält sich jeder, so wie du auch gerade eben, ja, am Geländer fest, weil er weiche Knie kriegt, weil er unsicher ist. Die Leute, die da heraus entstanden sind, die waren so verunsichert, haben gesagt, das muss ein ganz wildes Fahrgeschäft sein, weil jeder, der hier rauskommt, hat weiche Knie. Nein, und das ist vor 80 Jahren die Idee. Ganz genau. Das ist ja sensationell. So, Heike, jetzt fliegst du im ältesten Karussell auf dem Münchner Oktoberfest, dem Kettenflieger Kalb von 1919. So alt! Eine wahre Sensation war das damals, als dieses Karussell aufgestellt wurde. Waren diese Werbetafeln, diese Paneele, die du hinter mir siehst, ja, nämlich mit nackten Damen verziert. Oh oh. Und die Leute von München sind alle rumgestanden, hunderte von Mannsbilder. Zwei Stunden später kam die Stadt, hat das Geschäft wegen Unsittlichkeit gesperrt. Nein! Die Familie, nicht dumm, hat den Maler wieder herkommen lassen und hat gesagt, lege mir leichte Tücher über die kritischen Stellen. Und so siehst du es heute noch. Tradition. Super, schön, danke dir. Tja, Tradition wird auf der Wiesn ganz groß geschrieben. Bei den Schaustellern, bei den Wirten, aber auch bei den Gästen. Für Georg Meierhofer aus Kloster Neuburg bei Wien ist das Oktoberfest der Höhepunkt des Jahres. Wenn es heißt O-Zapft ist, beginnen die zwei schönsten Wochen für den Mann, den alle nur den Wiesn-Schurli nennen. Ich bin das erste Mal vor 21 Jahren auf die Wiesn gekommen und das erste Mal reingegangen bin, habe ich ganz laut gehabt über den ganzen Körper und habe mir gedacht, das ist genau meins. Mein Traum, meine Idee war irgendwie, dass ich aus der ganzen Anonymität, es sind halt viele Wiesnbesucher da, dass ich da rauskomme und irgendwie, dass sie die Leute freuen und sagen, ja schau, der Schurli ist da, dass wir ein paar wiedererkennen. Was für mich auch die Faszination ausmacht, dass einfach die ganze Welt kommt, die Armen, die Reichen, die Schirchen, die Schönen, der Generaldirektor sitzt neben dem Sandler und versteht sie, es wird getrunken, es wird einfach geredet, es herrscht Friede. Circa drei Wochen vor der Wiesn, so Ende August, mache ich mal meine erste Schnuppertour, so wie ich sage, oder Vorbereitungsreise. Da fahre ich mal nach München rauf, gehe zu meinem Freund, zum Herbert, zum Lederhosenwahnsinn, schaue mir die ganzen Lederhosen durch, ob irgendwas fällt, ob irgendwo ein Loch ist. Und da kriege ich schon mein Wiesn-Vorgefühl, meine Wiesn-Vorfreude. Das taugt mir schon mal zum Tragen. Schaut gut aus. Und jetzt gehen wir dann auf die Wiesn. Jetzt schauen wir dann einmal, wie weit der Aufbau schon ist. So, jetzt machen wir mal einen Blick ins Paradies.
Das ist jetzt für den 16. Tag mein Wohnzimmer. Mir kommt es darauf an, dass ich dieses Feeling schon spüre. Nicht? Also den Geruch, den die Wiesen dann schon ausbreitet. Ich denke mir oft, wenn ich ein bisschen unbescheiden sein darf, das bauen sie alles nur für mich auf. Bei uns in Wien am Prater gibt es da das Schweizer Haus. Das ist also auch für mich ein kleiner Wiesenersatz unterm Jahr, weil es ein gutes Bier und was Gutes zum Essen gibt. Aber es ist halt doch 8 Monate offen und nicht nur 16 Tage wie die Wiesen. Und der Wiesen fiebert mir halt einfach viel mehr entgegen. Ich lebe das ganze Jahr eigentlich nur für die Wiesen, für diese 16 Tage, die dann eigentlich der Höhepunkt des ganzen Jahres für mich sind. Nicht? Diese Maßkrug-Sammlung, da habe ich eigentlich die Wiesen das ganze Jahr bei mir daheim. Ich muss ja dazu sagen, das ist irgendwo mein ganzer Stolz auch unterm Jahr. Man sieht da also die komplette Sammlung vom 78er Jahr rauf, komplett ohne dass ein Jahr fällt bis 2003. Das ist der letzte. Für einen, der sich jetzt auskennt und die Wiesen liebt, so wie ich, ist das also wie die blaue Mauritius für einen Briefmarkensammler. Also am Mittwoch vor der Wiesen wird das ganze Wiesengewand eingepackt, dass wir ein schöner Burs sind auf der Wiesen. Ganz speziell wichtig sind mir da meine Hemden, die da ganz speziell bestickt sind. Man sieht es, das macht mir meine Frau, die Claudia. Und das braucht man natürlich alles mit auf der Wiesen. Dann haben wir noch ungefähr 8-9 Lederhosen, dass wir fast jeden Tag andere Lederhosen anziehen können. Das sind noch die Geschenke für meine Bedienungen vom Augustiner. Ein Herz von meinem 40er und eine Flasche Prosecco, weil das sind langjährige Freundschaften und es gehört sich einfach, dass man da was mitbringt. Pussy. Meine Frau, die Claudia, hat das eigentlich von Anfang an irgendwo mitgetragen. Es hat, ist ja auch langsam gewachsen, auch bevor wir schon verheiratet waren. Daher hat sie mich schon mit der Wiesen mehr oder weniger mitgeheiratet. Ja, also wenn ich das erste Mal am ersten Wiesentag ins Augustiner reingehe, ich freue mich so, ich inhaliere das so, wenn ich da reingehe. Und dann treffe ich schon, dann gehe ich schon in die Box rein und dann treffe ich dort schon alle Leute und das ist ein traumhaftes Gefühl. Die Wiesen hat mich mit den ganzen Freundschaften hat's mich auch verändert. Sie hat mich wirklich glücklich gemacht, was mir eben so viele Freunde gebracht hat, so viele schöne Erlebnisse, auch außerhalb der Wiesn, wo ich einfach gute Menschen, gute Typen, gute Leute kennengelernt habe. Fürs weitere Leben begleiten wir uns halt ganz einfach. Nicht? Du Heike, den Wiesenschulli, der kennt auf dem Oktoberfest doch ein jeder. Echt? Ja, freilich. Genauso übrigens wie hier das Teufelsrad.